Muss man aber sagen. Ja, obwohl du eben mit dem Bogen kämpfen wirst, aber. Ja, trotzdem. Gegen Cube und so. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Letzte Aufnahme-Session. Oh lol. Entschuldigung. mit dem Kampf gegen Cube. Das war halt. Es ist halt zu klassisch Minecraft 1.8 PvP, beziehungsweise Version darunter. Wenn du den First Hit hast, dann kriegst du den richtig krasse Kombo und da hat der Gegner fast keine Chance. Das ist einfach so lächerlich. Meiner Meinung nach. Also, deswegen, das ist halt wirklich relativ wenig Skill momentan. Ich kann einfach nicht helfen. Deswegen ändert sich das ja bald, das. Ja. Aber dann gibt es wieder die Leute, die meinen, das ist eben eine schlechte Änderung und sie wollen das nicht, weil dann ist ja gar kein Skill mehr da und alles. Also es ist, bei solchen Battles, das macht das einfach komplett kaputt. Also der Fight weder für mich noch für Cube dann spannend letztendlich. Wenn wir beide da so auf ein halbes Herz oder so runter, dann wäre das der krasseste Fight überhaupt gewesen. Aber da gibt einer dem anderen eine Combo-Wandlung und ist im Prinzip entschieden, wer den Kampf gewinnt. Ja, kannst du nur wegrennen und hoffen, dass du schnell genug rex. Ja. Aber weil sie Enderperle weg, golden Apfel fressen, oh, blaue Wolle, oh ne, blaue Wasser, so. Das sah gerade aus wie blaue Wolle. Nächstes Mal machen wir so Neonfarben nur noch als Wolle, ey. Warte mal, hier dieser kleine Hügel hier, der hat bestimmt einer oben drauf platziert. Ja. Ne. Du bist unten weitergerannt, oder was? Oh, nee, ich bin direkt hinter dir. Guter Mann. Ich muss auf nichts achten, der rennt da, bleibt einfach der wird immer hinter mir, ja, sehe ich. Klar. Aber ist so, wenn ich dich hier vorrennen sehe, dann renne ich auch hinter dir her. Mhm. Wollen wir auf die Schneeberge mal rauf? Ich glaube, da oben waren wir noch nie so richtig. Also schon, oder zumindest schon lange nicht mehr. Ja, wir können mal rauf schon. Nächste, wollen wir die töten? Vielleicht hat die ja einen Trank dabei. Ja, warum nicht? Ach, ich kann gleich mal laufen. Nee. Du hast zu früh getötet. Ja, du musst warten, bis sie schmeißt. Ja. Du hast sie eindeutig zu früh getötet. Lass mal da hoch. Außenrum, da hinten, wo es nicht ganz so steil ist. Okay. Achso, ich könnte die Mobs eigentlich auch mit meinem normalen Schwert killen, ne? Mit dem Dia-Schwert. Ja. Hier ist ein Ofen. Der war, glaube ich, schon von der Ewigkeit, da war zwar Futter drin. Na gut. Hier jemand Lava platziert, aber wahrscheinlich immer noch am Kämpfen. Da unten meinst du, ja. Ja, da ist auch noch Kabel, also Kabelstones. Da hinten sind die Berge auch noch verdammt hoch, sehe ich gerade. Hat sich auch einer rübergetaut. Ja, ich sehe es. Aber dann wird da oben keine Wolle sein, wenn einer so rübergebaut hat. Nee. Das wäre zu auffällig. Ich habe gerade Mario-Musik hier. Mal so den Berg hier oben ein bisschen absuchen. Ja, ich gehe mal in die andere Richtung. Mach das. Also bist du auf dem Berg oben, ne? Ja, klar. Oh Mann, das ist die Phase vom Battle, die ich schon ein bisschen langweilig finde. Dann gerade in der Phase, wo dann nur noch wenige Teams da sind. Wo es dann echt klar ist, wo es dann immer ein gutes Team wird und die anderen sind dann halt warm. Das stimmt. Wo bist du jetzt? Komm wieder zurück, da wo ich dich gerade eben noch gesehen habe. Ich sehe dich nicht. Ich warte mal, dass ich dich wieder sehe. Dum, dum, dum. Wo bist du hin? Auf dem Berg, nach rechts weiter, also an der Wand lang quasi. Ah, da bist du. Guck mal nach rechts gucken, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ah ja, hey. Ich wollte jetzt hier hinten runtergehen. Warte mal hier unten durch den Birkenwald. Ich meine, man kann schon von oben gut reingucken, aber. Hm. Alles sieht man ja nicht. Ja, aber die anderen werden doch nicht farmen sein, oder? Ja, also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Teams hier irgendwo oben ist, aber die verpassen wir wahrscheinlich halt einfach knapp. Und, keine Ahnung, Cube, eventuell auch. Man weiß es nicht. Wir können auch eventuell nochmal nach Cube unter der Erde suchen, dort wo wir die Wolle letztes Mal gefunden haben. Ich weiß ungefähr, was das ist. Ja, lass mal eben kurz einmal diesen Wald hier durchkämmen erst, wenn wir jetzt mal hier sind. Ach, mussten wir nicht vorhin Gummibären singen eigentlich in der einen Folge? Na egal. Oh Gott.
Irgendwo muss die Welle ja platziert sein. Eigentlich, also, ich weiß nicht, sonst ist das nicht so schwer, die so zu finden. Oh, Ja, ah, das sind guck mal, was ich halt. gefunden habe. Ah, Wolle. Ja. Nice. Ja, Orange sogar. Was ist, wir sind Team Rot, dann darf ich nicht die rote Wolle nehmen. Oh, ich habe eine gelbe gefunden. Echt? Ja. Bau's ab. Bin dabei. Dann ist vielleicht die andere gelbe auch noch irgendwo hier. Und vielleicht auch noch die andere Orange. Müsste noch einen da. Oder nicht, bei Orange bin ich mir nicht mehr sicher, ob noch einen da ist oder nicht. Aber es hat nicht geklappt. Moment, Trinkpause. Was? Trinkpause. Ja, trink mal. Dann kommt bestimmt gleich Cube vorbei. Da haben wir nicht so gute Erfahrungen mit Trinkpause. Eben. Vor allem, weil wir uns gerade nicht sehen. Wir wissen nur ungefähr, wo wir sind. Ach, da unten bist du? Ich bin unten, ja. Hi. Da wollte ich auch gerade runtergucken. Hätte ich die Wolle jetzt auch gesehen. Das war quasi nebeneinander, weil meine Wolle war nur ein bisschen Ja. weiter vorne. Das war. So. Rein von der Theorie dürfen eigentlich unter der Wolle so eine Falle platzieren, so eine TNT-Falle. Ja, ich denke, dass es nicht verboten ist. Gut. Und ich habe die Regeln gemacht. Wer hat denn hier durchgegraben sich? Da liegt sogar noch Dirt, das ist frisch. Oh. Wir tracen die Tracks. Was ist denn da oben eigentlich auf dem Berg? Haben wir da jetzt geguckt? Nee, ne? Ne, da waren wir noch nicht oben. Sollen wir eben gucken gehen? Ja, eigentlich schon, ne? Damit wir Ja, sicher gehen aber auch können. nicht. Aber Ego, ich denke mal, dass da die andere Gelbe wohl auch noch hier liegen wird. Ja, wenn noch eine zweite da ist überhaupt. Ich denke schon. Ja. Kann man nicht mehr dran erinnern, ob das irgendwer abgebaut hat. Ich auch nicht. Du bist da Oh, im links. Jungle muss doch irgendwo jemand rumlaufen. Gibt's da nicht. Ja, was gut an Wels ist, wenn man auf Bergen ist, man kann immer weit gucken auch noch, ne? Das Ja. Ich glaube, hier irgendwo in der Umgebung, ein bisschen weiter da hinten, haben wir Cubes Wally gefunden. Okay, dann gehen wir da gleich hin. Ja, hier oben ist nix. Bist du tief gefallen? Aber ich auch. Shit, mein Wasser ist weg. Ich war zu hoch, ist Eis geworden. Weiß nicht, schlimm, hol ich mir gleich neu. Ich habe gehört, hier unten ist ein Fluss. Ja. Wo bist du? Hier. Da hat sich einer umgebaut hier. Oder? Ah ja, hier. Das waren bestimmt die, die auch den Gang gebuddelt haben. Ja, kann sein. Ja, also dass da hinten noch der Reaktor gelegen ist, heißt, dass da entweder jemand kürzlich vorbeigekommen ist oder dass da einfach seit letzter Aufnahmesession keiner mehr war. Jo, ist beides möglich. Anjan Kiro, bist du Von den denn? Teams, die noch da sind, haben wir eindeutig die auffälligste Farbe, glaube ich. Ja, das stimmt. Sah gut aus. Hier ist ein Riesensee. Waren wir hier schon mal? Also müssen wir irgendwann, waren wir überall schon mal. Baumjohn hat sich auch sicher jemand runtergebaut, das gibt's doch nicht. Ne, ist immer noch Eisen drin. Wo bist du denn? Gerade so in der Höhle oder was? Ah, ne, ich bin immer oben. Ich habe mir gerade eine Schlucht runtergeschaut. Ah, hey. Ich. Solange du mich noch siehst, alles gut. Hier ist einer rübergesprungen. Oh! Was? Was ist da los? Wo waren die? Keine Ahnung, woher weiß ich, wo unsere Wolle war. Einmal bloß auf, ey. Das heißt aber auch, dass das Team gerade oben ist. Wir hatten auf jeden Fall eine hier in der Gegend. Ziemlich Echt? sicher. Ich bin vorne ganz Ja, am Wasser, ne? Bevor du mich. Ich weiß nicht, wo du bist. ich bin direkt hinter dir. Boah, das Skills, das schaffe ich sonst nie. Ja, irgendwo hier in die Was Richtung, wo wir gerade gucken müssen, eigentlich müsste eigentlich unsere Rolle gewesen sein. Mann, ich hier hinten. Okay. Okay, alles gut. Jo.
Für mich ist die Map zu groß, ich habe keine Orientierungssinn hier. Ah doch, hier sind, also, unsere beiden, hier sind unsere beiden Kisten. Ja, genau, also, die wurden Gott sei Dank noch nicht gelootet, auch nice. Also, ja. Da weiß ich nicht, weil haben sie wieder zugebaut. Oh Gott. Soll ich dich mal hauen? Dann springst du ein bisschen nach vorne. Ja, egal. Mit dem Fire Aspect, weil ich muss was essen. Ja. So, weiter geht's. Ja, noch so krass viel Stuff einfach. Es macht so, es kann uns komplett egal sein, ob wir sterben oder nicht. Nein, ja, weil er hat einer unseren guten Stuff. Was machst du? Warum rennst du im Kreis? Wo bist du jetzt hin? Halt! Hä? Du hast mich voll abgelenkt gerade. Es sah aus, als würdest du andersrum rennen und dann war es auf einmal weg. Es ist wegteleportiert. Ja, ein Trickster. Es ist kein Problem, sich mal zwischendurch zu verlieren. Man muss halt nur sofort den anderen sagen, dass man es verloren hat, damit er reagieren kann. Dann ist, alles, dann ist alles gut. Ich glaube, jetzt sind schon mal vorbei. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich die platziert habe. Scheißegal, platzieren wir eine neue. Wieder genauso chaotisch dann nachher. Mhm. Bin da, alles gut. Es wäre nochmal interessant, in welche Richtung die gelaufen sind. Weil wir wahrscheinlich knapp an dem vorbei wieder sind oder so. Ja, knapp nicht, knapp hätten wir gesehen. Ja. Oh. Ah ja, hey. Da haben wir die Wolle abgewandt, fuck you. Ja. Wo bist du jetzt hingegangen? Ah, da. Kannst am Rand würde ich jetzt auch nicht mehr herlaufen, irgendwie. Ja, ja, ja. Aber ich würde eher lieber auf solchen Bergen hochgehen, da ich wieder auf jeden Berg, der vor uns völlig hoch. Okay. Ich glaube immer noch fest dran, dass da welche was verstecken können. Ja, vielleicht klappt es ja wieder, so im Birkenwald gerade eben. Eben mal zwei Wolle finden ist immer gut. Mhm. Wenn wir mal eben 20 Leben, das ist ja völlig abnormal. Wir haben unsere Leben quasi schon verdoppelt. Hier oben ist zu schmal der Berg, um irgendwas zu platzieren. Das Wasser treffe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das auch nicht. Scheiße, wieder da runter, wo wir hochgekommen sind. Oder hier so. Da, blaue Wolle, guck mal. Echt? Klar. Nice, das heißt, sie sind auf jeden Fall hier in der Gegend, weil die haben hier gerade in der Front platziert. Hast, ja, du, noch, hier, hast, sind, du, hast du noch eine Wolle? Ja. Dann geh runter und sammle, also oder so. Ja. Die sind hier 100 pro irgendwo. Mal da drüben, nämlich hier, irgendwo hier sind die. Ich hab nichts zum Hochbauen. Also schon, aber ich kann es nicht wechseln, es geht nicht. Ich hab keine Namen oder so. Wie sieht gut, dass wir auf dem Berg waren. Von da aus habe ich die Wolle gesehen. Wo bist du jetzt? Ja, ich komme eben wieder hoch. Oh nein, ich habe nur noch 28 Redstone-Blöcke. Ich sehe dich, ja, du bist da. Okay. 21 Leben. Schade, dass wir gleich wieder ein Leben verbrauchen, weil wir eins in der Welt platzieren müssen. Echt und schade. Manchmal lohnt es sich auch genauer hinzugucken, was wo ist. Ah, guck mal. Hier was hat sich jemand hochgebaut. Wo? Hier, hinter dem Baum. Okay. Aber die werden da vermutlich nicht mehr drin sein, wenn sie sich da hochgebaut haben. Nee, eben, brauchst du nachgucken. Oh, mach ich nicht Wasser in einmal, dann statt ein Schwert. In Minuten. Also genug Zeit. Ups. Alter, was ist heute los? Weiß ich auch nicht, du fällst in die Löcher rein irgendwie heute. Ja. Bist du ein Killerkind? Guck mal, wir können die Wolle hier ganz hinten in die Ecke platzieren. Da geht doch nie jemand vorbei. Meinst du, ganz in der Ecke wäre zu auffällig? Ich denke schon, ja. Ich glaube nicht, dass die Leute ganz in die Ecke gucken werden. Hm. Na gut, ich mach's auch, ne? Also. Ja. 330 Minuten spielen wir schon dieses Battle, mein Gott. Das musst du dir mal ein Stück rein.